So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke. Wieso versteckst du dich jetzt? Ah, da, ein wildes Evoli. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke. Wir sind jetzt hier am Hefemarkt und guckt mal, wie schön es hier aussieht. Die Bäume, die Bänke, nachts leuchtet alles, ne? Sieht man jetzt nicht, es ist ja gerade nicht nachts. Man sieht aber in-game, dass wir am Hefemarkt sind und da möchte ich erstmal ein dickes, fettes, großes Dankeschön an den iScorp Jens aussprechen. Der hat mir nämlich schon vor ganz, ganz langer Zeit Forschungen gegeben, Codes für Forschung. Wer das GoFest-Video gesehen hat, hat ja gesehen, dass die Sina, also die Zelda, mir so eine Professor-Willow-Karte besorgt hat, mitgegeben hat. Da habt ihr nicht nur diese seltene Sammelkarte, sondern da ist auch ein Code dabei für eine Professor-Willow-Forschung. Wenn ihr den Code einlöst im Spiel, kriegt ihr sogar eine Medaille. iScorpions hat mir damals 6 Codes zusätzlich geschickt, die ich verlosen soll. Und einen Zusatzcode für den Spületrend-Account, der die aber nie erhalten hat. Deswegen habe ich einen Code jetzt der Shenaya gegeben. Aber ich bin der neue Spületrend. Shenaya hat einen Code für ihren Account jetzt bekommen, damit die zusammen mit mir diese Forschung macht in der Woche, wo sie da ist. Und ich habe, wie gesagt, einen Code hier drauf von Sina, den ich einlöse. Und so habe ich immer noch 6 Codes übrig für 6 Leute da draußen, die dann eine Spezialforschung kriegen, die sie nur mit diesem Code kriegen. Und wo sie auch eine Medaille im Spiel kriegen. Und das klingt sehr gut. Jetzt will ich mal ganz kurz mein Handy hier ablegen, hoffen, dass das hält. Und diese Karte jetzt mal hier rausholen. Ich habe das nämlich noch nie aufgemacht. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Das sind, glaube ich, 6 Kapitel. Wir werden versuchen, immer 2 Kapitel in ein Video zu bringen. Oder wenn ein Kapitel richtig groß und fett ist, vielleicht auch nur eins. So, wir nehmen das jetzt hier weg. Wir haben jetzt hier diese Karte. Trainer, Professor, Professors Research, Professor Willow. Und da ist jetzt auch ein Code drauf, den man eben einlöst im Ingame-Shop. Das heißt, das ist Müll, das brauche ich nicht. Das stecke ich erstmal ein. Jetzt guck mal wieder in das Spiel rein. Gehen auf den Shop. Gehen bis runter. Und geben das jetzt hier unten ein als Promocode. Ich hoffe, das funktioniert auch noch. PV7U. Q A D N 5 Q, wenn was falsch ist, sag Bescheid. 5 Q 4 X. Es ist nämlich kalt, die Finger frieren. 4 X U A, also U Y und E 8. So, da ist augenscheinlich erstmal nichts passiert. Wir gehen jetzt erstmal zurück. Und erwarten jetzt, hoppa, hat die exklusive Sammelkarte mit Professor Willow erhalten. Das sieht doch stark aus, guckt euch das an. Der Bildschirm kommt hier rein, wir halten die hin und dann sieht man das ja da daneben. Das ist bestimmt richtig genial fürs Thumbnail. Und jetzt müsste hier eine Spezialforschung da sein. Forschung des Professors 1 von 6 und die hat Shenaya auch. Drehe 10 Pokestops oder Arenen. Verwende 10 Bären beim Fangen von Pokémon und lande 10 großartige Würfe. Das machen wir jetzt und melden uns zurück, wenn wir dann die Belohnungen abholen und auf Seite 2 schauen. So, wir stehen jetzt hier, immer noch in Hibu natürlich. Wir werden uns auch aus Hibu nicht wegbewegen. Hinter mir seht ihr einen Torbogen, damit ihr mal eine kleine Stadtrundführung habt. Da steht Altstadtpassagen dran. Da ist das Bordell aus Hildburghausen. Wenn ihr mal zu Besuch seid, könnt ihr da ja mal klingeln. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob das noch ist so wirklich, aber ich stelle mich jetzt mal davor, damit die Leute, die da rauskommen, geschützt werden. Damit ihr die nicht seht. Da ist gerade nämlich einer rausgekommen. Ich habe jetzt 9, 9, 9. Das heißt, ich muss noch einen Stop drehen für 10. Ich muss noch ein Pokémon fangen mit einem großartigen Wurf, bei dem ich vorher eine Beere gefüttert habe. Das probieren wir jetzt hier bei diesem Pantimos. Hey! Beere, Ball, Pantimos, Stop, 10, 10, 10, überall fertig. Du hast deine Belohnung schon abgeholt? Ja, aber noch nicht die komplette. Noch nicht die komplette? Die hier gibt es also 10 Bälle, 10 Bälle, nochmal 10 Bälle. Dafür hat es sich doch schon gelohnt. 500 EP und Staub. Ja, Bälle sind nie verkehrt. Und eine Pokémon-Belohnung. Jetzt pass auf, was da rauskommt. Jetzt ist es ein Gigantosaurus Rex. Ein Klick? Ein Klick.
kriegt ihr ja sonst nur aus Raids und Eiern. Gibt's hier in Eiern, ja? Hin und wieder, glaube ich schon. Ich spiele heute zum ersten Mal, deswegen weiß ich das nicht. Click wird wahrscheinlich auch irgendwann einen C-Day bekommen, könnte ich denken. So wie eben Shinux, so wie alles, was halt sonst nur in Raids als Shinies verfügbar war. Wir können es mal bewerten. 10-10-14. 10-10-14, bei mir ist es 14-12-15 aus Hildburghausen. Jetzt tun wir den Professor schnell durchdrücken, schauen auf der zweiten Seite, fange 20 Pokémon, entwickle 10 Pokémon, erlöse 5 Krypto-Pokémon. Wusste gar nicht, dass es die damals schon gab. 20 fangen, 10 entwickeln, 5 Kryptos erlösen. Wir gehen los. Hier gibt es dann 3 Pokémon-Encounter und einen Rauch. Mal schauen, was dann da drin ist. So, wir stehen jetzt hier immer noch wieder schon wieder Richtung Hefemarkt. Hinter uns, das kennt ihr gar nicht, aber auf der anderen Seite von dem Ding ist dieser Innenhof, die Bänke, wo wir immer die Challenges gemacht haben. Mit Hannes, mit Jenaya, mit Beer Tasting, mit allem möglichen, was wir da so hatten. Hier sitzt ein Pikachu. Ich brauche jetzt noch genau ein Pokémon, eine Entwicklung und eine Erlösung. Ich würde sagen, wir fangen einfach dieses Pikachu jetzt hier in diesem winterlichen Bildschirm. Ein winterliches Winter-Pikachu. Das werden wir dann direkt entwickeln auch. So haben wir den letzten Fang weg. Wir haben die Entwicklung weg. Und wir erlösen dann einfach noch was. 20 von 20 gefangen. Ich gucke auch gar nicht, wie gut das jetzt ist. Ich gucke einfach mal, was aus dem Evoli wird. Ich habe ein paar Sachen aus dem Queststapel geholt. Idee war eigentlich, einen Evoli zu fangen und beim Evoli dann halt zu schauen, beim Entwickeln, was es wird. Bei mir ist es ein Raichu geworden. Und bei dir wird es ein Blitzer. Blitzer, finde ich sehr gut. Blitzer. Blitzer ist meins, Aquana ist ihrs. So, jetzt noch ein Krypto entwickeln. Ich gebe dafür mal hier Tuska ein. Habe dieses Tuska. Dieses Tuska werde ich jetzt erlösen. Hier steht 13, 15, 14. Das heißt, wir erlösen dieses Tuska für die Aufgabe. Es wird ein 100% Tuska. Und alle anderen 4 Pokémon, die ich davor erlöst habe, sind auch 100%ige geworden. Und theoretisch kann ich die jetzt alle einfach wegschmeißen. Vielleicht für den Erlöser-Dex müsste man das jetzt nochmal entwickeln. Aber ich achte eigentlich nie auf den Erlöser-Dex. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Ich finde das mega kompliziert mit dem Erlöser-Dex, dass du da die Übersicht behältst. Was hast du schon erlöst? Was hast du nicht erlöst? Da steht manchmal erlöst 0. Und dabei habe ich ein Erlöses auf der Hand. Und ich denke mir, hä? Ja, ist fehlerhaft, ist Schwachsinn, deswegen keine Ahnung. Und für mich ist das irgendwie unnötig Staub. Ich habe jetzt mal das mittlere Ding abgeholt. Hier ist ein Barschwar drin. Das werden wir mal bewerten. Die Pokémon-Belohnungen bewerten wir sowieso, die wir jetzt rausholen. Bei mir war es 13, 14, 10. 13, 14, 10. Bei mir ist es 15, 12, 15 aus dem ersten. Kommt ein Seemops. Ich denke mal, die Forschung ist so alt, damals gab es noch gar keine Möpse und keine Ärsche, also keine Barschwase und keine Seemops, Möpse. Die Forschung ist so alt, ich dachte, die gibt es erst seit einem Jahr oder so. 14, 11, 13, ich habe keine Ahnung. Wenn ihr wisst, wie alt die Forschung ist, seit wann es diese Forschung gab, seit wann es diese Karte gab, wann das eingeführt wurde, dann schreibt es mal in die Kommentare. Wir haben jetzt statt 500 EP und 500 Staub, 1000 EP und 1000 Staub. Hier gibt es einen Lapras. Wie Younger sagt, bei jeder Max on Monday Folge, Max mal Lapras. Ich sage immer, ich habe keine XL. Vielleicht ändert sich's ja jetzt nach diesem Lapras. So, kann natürlich auch shiny sein, das wäre noch cooler gewesen. Kommt hier raus. Ach, wir geben ihm einfach mal eine silberne Beere. Ja, ich bin da ja nicht so weit. Da gibt es noch mehr. Wo bist du denn? Ich muss noch 9 Pokémon fangen. Weil sie keinen Queststapel hatte, wo sie was rausziehen konnte. Ja. Ja, du hast ja Zeit, so lange wie ich hier stehe. Weil jetzt ist schon alles weggefangen, was hier steht. So, komm jetzt her, Mann. Bleib doch jetzt mal drin. Dieses komische, große Aquana. Sieht auf jeden Fall, hat Ähnlichkeit, ist bestimmt die Mutter vom Aquana. Dann lösen wir mal das, ach, bewerten wir das und wir haben 10, nee, wir haben 11, 11, 12. Also, das ist nix.
Wir haben das zweite Kapitel fertig. Es gibt noch 4 Kapitel. Kapitel 3 und 4 machen wir nächste Folge. Kapitel 5 und 6 übernächste Folge. Das ist die Jenaya. Kannst du nochmal Tschüss sagen? Tschüss. So, die muss mit mir da durch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und denkt dran, diese Forschung könnt ihr gewinnen. Diese Medaille könnt ihr gewinnen. Diese Bälle, diese Bonbons, diese Staub-Erfahrungspunkte könnt ihr gewinnen. Ne? Aber dafür gibt es eine extra Folge. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. We'll be right back.